Er hat sich auf die Schulter geklopft, da kam Guten Morgen raus. So, meine Damen und Herren, ich habe den Namen gerade erwähnt. Vorhin war er hier als Zauberer. Da habe ich gesagt, es gibt einen Mann, der spricht mit dem Airbag hier, mit dem Porsche. Hat er sich hier angefressen in den Jahren? Ja, stimmt, das, ja, die Frage. Das klappt doch unheimlich gut. Ja, ich würde sagen, nochmal einen netten Applaus für den Bauchredner. Da kommt er. Ah. Ja. Danke dir, Tommy. Bauchredner Horst Sini. Wen hast du mitgebracht? Fridolin? Das war David. Peter, jetzt ganz ehrlich, wen hast du mitgebracht? Mich. Danke, dass du da warst. Ich gehe. Tschüss. Tschüss. Applaus für Conny. Dankeschön. Ja, ich hoffe, ihr seid alle auch gut drauf. Nein, ich bin aber noch. Ja, immer noch. Dann schlaft ihr schon wieder. Ja. Seid ihr alle noch gut drauf? Ja. Sehr schön. Und ich habe auch mit euch jetzt etwas vor. Ich möchte mit euch eine große Illusion vorführen. Ich hoffe, ihr habt ich möchte mit euch jetzt eine große Illusion hier vorführen. Hallo, wer war das? War ich. Wer ist ich eigentlich? Moment mal. Hallo, Anja. Ach, du steckst da drin. Ich hätte es mir ja eigentlich schon denken können. Komm mal raus, komm. Hallo, bitte schön, entschuldige bitte, was war jetzt das? Das war ein Fanclub. Ja, also hör mal, komm. Wir haben vorhin extra geprobt, wie man hier die Leute begrüßt. Den ganzen Scheiß nochmal? Ja, und die ganzen Scheiß nochmal. Also bitte komm, ich mach dir das jetzt nochmal vor, sagst du einen wunderschönen Namen, die Dame. Hallo, was ist denn das? Nein, ich flirte. Guck mal, du sollst nicht flirten, du sollst die Dame begrüßen. Ach so. Komm, ich sag's nochmal. Einen wunderschönen Namen, die Dame, Herr Rogert. Jetzt reicht es, ja. Und außerdem begrüßt man die Herren wie auch. Die interessieren mich. Aber die haben mich genauso interessiert, die sind ja schließlich auch da. Ach so. Also komm, mach mal ordentlich. Okay. Einen wunderschönen Namen, die Damen. Oh, ja. War das gut so? Aber ganz gut, ja, doch besser bringen. Was machst du hier? Was hier mache ich? Ich arbeite hier. Ja, arbeitet hier. Und was machst du? Ja, ich spreche hier mit dem Bauch. Hallo. Mann, hast du komische Gesprächspartner? Also jetzt, sag mal, was machst du eigentlich hier? Alleinunterhalter. Alleinunterhalter kann doch wohl nicht eingehen, ich bin ja schließlich auch da. Ja, leider. Also wirklich doof. Hast du eigentlich nur Blödsinn im Kopf geguckt? Was ist denn? Da sitzt eine Fliege. Hör mal, da sitzt keine Fliege, da ist ein schwarzer Fleck am Boden. Ach so, ja, das ist eine Fliege. Also komm jetzt, hast du nur Blödsinn im Kopf oder kannst du was Anständiges? Na klar. Du, was ist denn? Guck mal den da. Was ist mit dem? Ja, Golfsocken an. Was hat der an? Golfsocken. Entschuldige bitte, was sind jetzt Golfsocken? Das sind die in den 18 Löchern drin. Also mit dem so. Du, guck mal. Was ist denn? Das ist eine Fliege. Hör auf mit einer Fliege, da sitzt keine Fliege, das ist ein schwarzer Fleck am Boden. Ach so. Also komm jetzt, ja? Sag mal, was kannst du denn zum Beispiel? Ich kann rechnen. Du kannst rechnen. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob du rechnen kannst. Du guck mal. Was ist denn? Das ist eine Fliege. Jetzt hör mit einer Fliege auf, da sitzt keine Fliege, das ist ein schwarzer Fleck am Boden. Also willst du mich wohl ärgern, wie? Na klar, da war ich ruhig. Also komm, wir wollen mal schauen, ob du rechnen kannst. Ich habe ein paar Aufgaben für dich mitgemacht, zum Beispiel 2 und 2. Ach, 4. Sehr gut, du guck mal. Was ist denn? Das ist eine Fliege. Jetzt hör mit deiner Fliege auf. Da ist keine Fliege, das ist ein schwarzer Fleck am Boden. Also komm, die nächste Aufgabe 4 und 4. Ach, sehr gut, du guck mal. Ich weiß, das ist eine Fliege, die ist wohl ein schwarzer Fleck am Boden. Mein Freund, das kann er wohl nicht eingehen. Was ist denn? Guck mal rein. Was ist denn da? Das ist Dolly Buster. Wer sitzt da? Dolly Buster. Sehe ich nicht. Du hast recht, 2 Plätze nebeneinander. Also wirklich doof. Du? Weißt du was? Den Herrn kenne ich ja. Den kennst du? Na klar. Den kenne ich. Woher kennst du den denn? Der hat gestern noch hier im Kino neben mir gesessen. Der hat bei dir im Kino neben mir gesessen.
Und was hast du da gesehen? Tolle Schirm. Und ich war da so, okay. Wieso? Nachdem es dann tatsächlich mehr deswegen ist der Kaugummi aus dem Mund gefallen. Ja und? Da hat er die ganze Zeit während des Films unten auf Fußboden rumgerutscht, hat ein Kaugummi gesucht. Ja und? Hätte er nicht deutlich Kaugummi nehmen können? Nee, ging nicht. Wieso nicht? Da hängen die Zähne noch dran. Mein Freund, kann ja wohl nicht eigentlich doof. Aber sag mal, kannst du denn wenigstens 10 zählen? Na klar. Dann mach das bitte mal, ja? Wollen wir das mal ausprobieren? Okay. 1, 4, 5, 10. Was war jetzt das? 10 zählen. Guck mal, so zählt man nicht bis 10. Pass auf, ich mach dir das mal vor. Pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Hör mal, ich wollte bis 10 zählen. Ach so. Also nochmal, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hörst du das jetzt auch? Na klar. Dann mach das bitte schön, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. Das kommt nach 6, erst dann letztlich gemeldet. Das kommt danach nochmal 6. Entschuldige bitte, das mit der Zigarette habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Das glaube ich dir. Wieso? Na, weil Sex muss lange her sein, da gab es doch keine Zigarette. Mein Freund, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Du, was ist denn? Die hat letzte neue Aldi aufgemacht. Die hat letzte neue Aldi aufgemacht. Hab ich schon eingekauft. Hast du eingekauft? Was hast du denn eingekauft? Zäpfchen. Zäpfchen. Wieso ausgerechnet Zäpfchen? Ja, die gab es dann Einführungspreis. Und was hast du mit diesem Zäpfchen gemacht? Hab ich verschenkt. Hast du verschenkt an wen? An Dieter Bohlen. An Dieter Bohlen. Und wieso ausgerechnet an Dieter Bohlen? Ja, was soll man da schon schenken? No. Mein Freund, du bist zu blamierst dich hier aber ganz gewaltig. Aha. Also komm, sag mal, kannst du denn noch was anderes? Na klar. Was kannst du denn noch? Schwimmen. Schwimmen. Wieso heute kann man schwimmen? Nee. Warum nicht? Haben sie mich rausgeschmissen. Warum? Kann ich dir nicht sagen. Komm, sag mir das mal so, ja? Ganz so, ich glaube, das hat jeder mal so ins Becken gemacht. Ach, nicht von 10 Meter direkt. Also wirklich doof. Ehrlich, also nee, muss ich schon sagen, so geht es ja nicht weiter. Aber sag mal, hast du denn noch was anderes drauf? Na klar, hast du doch ein Gedicht geschrieben. Du hast ein Gedicht geschrieben? Zum Nachdenken. Zum Nachdenken? Aha. Kann man aus diesem Gedicht auch etwas hören? Na klar. Wollt ihr das hören? Ja! Wollt ihr das hören? Ja! Wow, ist ja wie ein Kindergarten. So kommt jetzt, ja? Sag mal, wie heißt dein Gedicht? Der Geier. Der Geier. Ein Gedicht zum Nachdenken. Der Geier. Okay, meine Damen und Herren, wir hören jetzt vom Fridolin. Der Geier, du bist dran, okay? Okay. Der Geier. Da oben fliegt ein Geier. Von unten sieht man seine. Ach nee, das hat gar nicht. Er hat ja sowas gar nicht. Ist denn das zu passen, mein Freund? Das kann doch wohl nicht angehen. Ich glaube, du verlierst mich hier auf alle Fälle. Na, also ich glaube, du gehst gleich mal ganz schnell wieder in deine Kiste und dann mache ich hier weiter. Kannst du nicht. Das kann ich doch. Kannst du nicht. Das kann ich doch. Kannst du nicht. Also du wirst dich jetzt hier. Kann ich jetzt weitermachen? Okay. Also du wirst dich jetzt hier verabschieden? Ich wusste doch, dass du ein hochriesiger Typ bist. Also jetzt kommt jetzt der Geist ja wohl, ja? Du, was ist denn? Was ist, wenn ein Mensch stirbt? Der wird zu Staub. Also entschuldige bitte, was ist denn da oben? Da war nicht ein ganzer Friedhof. Also jetzt ist genug, ja? Also ich glaube, jetzt gehst du mal ganz schnell wieder in deine Kiste und ich mach jetzt hier weiter, okay? Gott sei Dank. Tschüss. Applaus. Hab in deine Kiste. Und du willst dich jetzt noch mal ganz kurz verabschieden, mein lieber Freund. Mit einem Schlaflied. Ich werde dich jetzt morgen in den Schlaf liegen. Bei 3 geht es los, okay? Okay. Gut, pass gut auf, bei 3, dein Schlaflied. 1, 2 und 3. Sag mal, schläfst du schon? Ist mir schlecht. Nochmal Applaus für den Fridolin, herzlichen Dank.